ich habe es entschieden, dass wir ein V6 Turbo machen. V6 ist schon drin. Turbo steht da, den kriegt er noch. Wie viel Grad haben wir? 5 Grad? 5 Grad? 3 Grad? 4 Grad? Wir drehen uns aber die, ab. Ja, die Leute denken schon, Alter, was das für Idioten hier? Felgen? Ja, wir haben jetzt die Felgen von Lupo. Lupo-Felgen, genau. Dieser V6-Sound in einem Cabrio, das ist unglaublich. Macht einfach Spaß. Das ist geil. Hör jetzt bitte den Sound an, bitte. Das ist mal, hast du schon den Turbo drin? Nein, Mann, aber der hört sich so. Oder verheimlichst du uns was, ey? Das hört sich so brutal an. Also, es ist, wie viel Grad haben wir? 5 Grad? 5 Grad? 3 Grad? 4 Grad? Wir drehen uns aber die ab. Ja, die Leute denken schon, Alter, was das für Idioten hier. Aber das ist mir so egal. Der Sound, dieser V6-Sound in einem Cabrio, das ist unglaublich. Ja. Unglaublich. Was habe ich gesagt? Wenn wir fertig sind, genießen wir das Ganze. Jetzt genießen wir das Ganze. Wir fahren jetzt einmal Landstraße. Dann wieder zurück und dann machen wir ein bisschen, reden wir ein bisschen über das Auto, über das, über, ja, was noch alles kommt. Die Sachen, die du in Zukunft auch machen ja. willst. Jetzt einmal nochmal genießen. Und die Straßenlage ist so geil, ne? Hier ist gut, du hast hier keine Hügel, ja. Gar nichts. Schon geil, ja. Weißt du, schon sind wir so auf Landstraßen, wir drücken sofort die ersten Drängler hinter uns. Ja, da haben wir bald eine Serie, ne? Mit Wolf im Schaffnetz, ja, ne? Der Lupo, jetzt der Golf. Ja, ja. Was folgt als nächstes? Die ist so Hammer. Die ist so Hammer, ja. Hast du gesehen? Hast du gehört? Der Dreher direkt gedreht schon, ne? Direkt. Sag ja, ich bin gespannt, wenn der auf Turbo umgebaut ist. Hä? Ich bin gespannt, wenn der auf Turbo umgebaut ist. Ja, ich auch. Also wenn er jetzt schon mit den 174 PS, die er jetzt schon hat, und durchdrehen, ne? So abgeht, so, vielleicht einmal Tacho. Die Farbe für Eidern hier. Naja. Akzeptabel, ne? Osman? Für einen Sauger? Ja. Er funktioniert deine Sitzheizung genauso gut wie meine? Osman? Meine geht nicht, ey. Echt nicht? Ich fühle nur hinten das, vorne nicht. Boah, meine geht richtig geil. Vielleicht müssen wir ja gleich mal Plätze tauschen. Ey, das macht so Spaß damit, ne? Also, ich überlege gerade, muss man den eigentlich noch auf Turbo umbauen? Wir haben ja heute Mittag schon drüber gesprochen. Ich hab gesagt, ich würde den so lassen erstmal. Wir brauchen aber einen Windschutz, ne? Ja, vielleicht fällt. Boah, der lässt sich so geil fahren. Der lässt sich so geil fahren. Da hat sich diese eine Woche lang, diese eine Woche Stress, den ich hatte. Bis nach 12 Uhr? Ja, hat sich doch gelohnt, ne? Jo. Weil du musst dir vorstellen,
Oh ja. Die Bremsen sind nicht die besten. Osman, jetzt ganz ehrlich, du lässt, wir fahren den doch gerade, ne? Genau. Jetzt bis auf die Bremsen. Die Bremsen sind echt nicht gut. Aber wie findest du bis jetzt? Wie verhält der sich so? Ne? So Tieferlegung, Straßenverhältnis, so Kurvenverhältnis. Also ich habe ja auch gerade gesagt, wo wir die Kurve hochgefahren sind, ne? Dass er viel stramm auf der Straße liegt. Ja. Und das war ja ein ganz normaler 1,8 Liter, denke ich mir drin. Wie? Wie 1,8? Ja, was denn, wenn du den Wagen so draußen siehst, denkst du, ist ja, das nein, meine. Das ist was anderes. Ich meine, wie ist die Straßenlage so? Also, wie lässt er sich fahren, meine ich? So, jetzt nicht von der Leistung. Ich meine, so von der Bequemlichkeit so. Ach so, jetzt habe ich verstanden. Also, ich muss sagen, der lässt sich voll geil. Also, hörst du irgendwie einen Klappern? Nein, ich höre nichts. Gar nichts? Nein. Ich höre kein Klappern. Keine Rassel. Kein Rassel. Die Gänge gehen richtig geil rein. Motor top. Der lässt sich hammergeil fahren und man merkt, dass die Drosselklappe und die Abgasanlage ein bisschen dicht sind, dass er sich erstmal das Ganze erstmal anlernen muss wieder, weißt du? Da hast du ja gemerkt, erste, zweite Gang erstmal, hat er gar nicht gezogen, wo ich mit Osman gefahren sind, heute tanken, gar nicht, null. Ja, null jetzt, gezogen. Jetzt kommt er so langsam. Ja, jetzt merkst du, erste, zweite, super, jetzt beim dritten hast du ja noch ein bisschen... Aber das man muss auch bedenken, dass der Golf auch 3 Jahre oder 4 Jahre Vier Jahre stand der. Und 4 Jahre stand der vielleicht bei dem Typen auf dem Hof. Man weiß ja nicht, wo er vorher stand. Ne, an sich ist ein gelungenes Projekt. Und für eine Woche, ne, das ist... Ja. Ey, die Klötze sind durch. Meinst du? Eisen auf Eisen. Also, ich muss sagen, richtig geil. Finde ich auch. So, wir fahren noch mal ein bisschen zu unserem Platz und da reden wir ein bisschen. Bis gleich. Willkommen bei Kfz40. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ein Monat ist es her, wo ich dieses Auto euch präsentiert habe und gesagt habe, wir bauen den auf 1.8T um. Das war ein 1.8er Cabrio. Da haben wir uns doch umentschieden und dann haben wir, oder besser gesagt, ihr habt es entschieden, dass wir ein V6 Turbo machen. V6 ist schon drin. Ich und Osman genießen das schon heute den ganzen Tag schon. Wir fahren den heute. Leider ist gerade ein kleines, also kleinen Schlauch geplatzt. Also der hat schon vorher ganz leicht Wasser verloren. Wir dachten nur, dachte kühler, weil das genau von da kam. Ist es doch nicht, ist ein kleiner Schlauch. Zum Glück ist hier nur Wasser drin. Körperschutz. Ja, damit wir den einmal mal durchspülen. Ist nicht schlimm, morgen mache ich das fertig und dann fahren wir nochmal. So, ein Monat ist das her, V6 ist drin, komm raus. Also, genauso wie da jetzt beim V6 war, ja natürlich haben wir den jetzt nicht sauber gemacht, Turbo steht da, den kriegt er noch. Und ja, ich muss sagen, der lässt sich so geil fahren. Ne, wir fahren Dach offen und dieser Sound, die Leute gucken uns schon normal. An. Ja. Und was ich dazu sagen muss, diese zwei Kabel, wo wir die gemacht haben, der Motor läuft einwandfrei. Noch ein Problem haben wir, die Bremsen. Die Klötze sind nicht die besten. Die haben wir ja übernommen und ja, die werden wir erneuern. Die Scheiben werde ich abdrehen, zeige ich euch in einem Video. Da werde ich überhaupt nicht reden, da werde ich einfach nur so ein Video raushauen. Scheiben, wie ich die abdrehe. Das denke ich schon für einige interessant, genau. Ja, das machen wir, Klötze rein und das war's. Also wir genießen das. Und dazu wird es auf jeden Fall noch den ein oder anderen Reaktionsvideo geben. So, wie lange habe ich dafür gebraucht? Ich habe, Osman, eine Woche dafür gebraucht? Eine Woche, genau. Eine Woche habe ich dafür gebraucht. Ich habe, glaube ich, letzte Woche Freitag oder so angefangen. Und ja, heute, also der war schon gestern fertig. Also 5-6 Tage habe ich gebraucht. Sonntag war ich, ja, 2 Tage Elektrik. 2 Tage hast du für Elektrik schon gebraucht. Genau, 2 Tage Elektrik, 1 Tag für die Achsen, 1 Tag für den Motor. Passt. Und dann kommen wir auf 6 Tage. Fast. 6 Tage. Und das immer nach der Arbeitszeit. Ne? Aber ich muss sagen, das hat sich hammer gelohnt. Das heißt, der billigste Golf V6 ist jetzt in einem Golf Cabrio 4, wohlgemerkt. Und der ist nicht mehr so billig. Also der wird jetzt ein bisschen, ja. Was meint ihr so? Also schätzt mal, was der einen Wert hat. Und genau, viele haben ja gesagt, ey, kannst du den überhaupt eintragen? So, ich sag euch mal, dieser Golf 4, 1.8er hat D3 und der andere V6 hat Euro 2.
also Strich, Strich, auch D3. Wenn ich mich, also wenn ich mich irre, aber ich glaube schon, Osman. Ich meine auch. Ne? Also sagt ihr mal was, also beides ist D3. Also wird es überhaupt keine Probleme geben. Stand dir irgendwas im Fahrzeugschein noch drunter vermerkt, irgendwas mit neu ja, eingetragen? Ja, dass er immer noch mal genau. 2004 noch mal geändert wurde oder so. Wir werden hier wieso die Jahre, ach die Jahre sag ich, die Tage werden wir auf jeden Fall, oder die Wochen werde ich mal einen TÜV-Termin nehmen und einfach mal hinfahren und mal einen TÜV-Prüfer, Ingenieur einfach mal durchschauen lassen und den mal fragen lassen, ob wir so die Eintragung möglich wäre. Ich denke, denke, so ein Video ist darüber interessant, damit ja, einige dann auch wissen. Ja, dann frage ich, ob wir da filmen können genau. Und dann filmen wir das Ganze mal. So, und Osman, wie findest du die Felgen? Ja, wir haben jetzt die Felgen von Lupo genommen. Lupo-Felgen, genau. Ja, mussten wir jetzt nehmen, weil die anderen Felgen gingen gar nicht. Wir konnten gar nicht damit fahren. Aber ich muss sagen, das sieht geil aus. Das wird richtig geil, ne? Echt, ne? Ich würde die so lassen, ne? Ich lass dir noch. Aber du hast gesagt, Gewindefahrwerk ist drin, hast du mal gesagt. Nein, nein, Gewindefahrwerk ist bei dem anderen Golf drin. Der hat Dings, H&R. Komplette H&R, Dings. Weil da werden bestimmt einige Kommentare kommen, dass der Wagen vorne tiefer muss, ne? Weil, ja, aber ganz ehrlich, mir reicht das. Also ich würde es nicht, also du siehst ja, wie bequem der ist. Und das ist ja für mich auch das A und O. Er muss dich bequem fahren lassen. Weil so. Ich mag es nicht, wenn ich im Wagen so sitze. Ich hasse das. Ich mag das überhaupt nicht. Bei mir müssen die Autos tief sein, bequem. Aber bequem sein. Ganz genau. Die dürfen nicht so springen. Deswegen, ja. Oder wie und Osman, was sagst du denn zum VR6? Ja, ich finde den richtig geil, was soll ich sagen? Ja? Und du hast jetzt zum ersten Mal ein Cabrio gefahren? Ne? Genau, ich bin zum ersten Mal Cabrio gefahren. Und wie ist das für dich so? Ein geiles Gefühl, mal auf dem Dach zu fahren. Ne? Also echt. Wetter passt zwar nicht richtig, ist zwar ein bisschen arschkalt. Ja, aber trotzdem. Aber naja, 2 Monate noch, dann haben wir wieder fast Sommer. Ja, also ich muss sagen, ich freue mich ja auf Turbo, den noch auf Turbo umzubauen, weil er macht mir jetzt schon Spaß mit den 174 PS, die er hat. Und wie der mit Turbo sein wird, ist krank. So, das war's für heute. Und es wird auf jeden Fall noch Reaktionsvideos geben für den hier. Mit Aydan werden wir noch ein Video fahren. Er wird auch, ach, Video fahren. Mit Aydan werden wir noch mal fahren, weil Aydan liebt ja auch VR6. Und wir beide werden den fahren und auch noch mal genießen. Und dazu gibt es noch auch mal ein Reaktionsvideo. So, das war's von mir heute. Wir sehen uns, euer Kfz-Fuzzi. Bis dann, haut rein. Schönes Wochenende. Ganz sachte. Ganz sachte. Ach, guck dir mal, hör das mal. Das ist Musik in deinen Ohren, ne? Hammer. Das wollte ich noch mal zeigen. So, jetzt fahren wir sachte nach Hause. Biest, ja. Deine Mütze hoch, ey. Frieren uns die Eier. Boah.